Also können wir uns hier auf ein hochklassiges Spiel freuen. Rivera versucht einen Stop zu spielen und da steht Gracel genau richtig und lupft die Scheibe mit der Rückhand ins Netz. 1:0 für die Gäste. Ach. 4,5 Minuten bei den Gästen. Also neu ist er auch nicht, kam vor Weihnachten, aber... Und, ja, da erzielt er das 2:0, das zweite Powerplay-Tor des Abends für die Gäste. Durch die Hosenträger. Da ist er wieder in der Scheibe, kein Abseits. CJ Stretch. Und Außenpfosten, die Löwen jubeln, aber Schiedsrichter gibt das Tor. Und es steht 1:2. Aubry auf Stretch, der legt ab auf Erik Stefan und er feuert die Scheibe da ins Tor. Jetzt laufen hier beide Mannschaften so richtig auf. Blesel und der Ausgleich durch Max Blesel. Als Vorgabengeber gesehen. Und auf der anderen Seite geht es wieder weiter. Clark Breitkreuz auf Laub und im Nachsetzen der dritte Treffer für die Löwen. Lukas Laub im ersten und David Cespiver im Nachsetzen. Ketterer kommt jetzt gleich wieder zurück. Tomassoni, vielleicht reizt er für einen Schuss. Müller und im Nachsetzen ist Brett Breitkreuz zur Stelle. In der letzten Sekunde des Powerplays erhöhen die Löwen auf 4:2. Und Richie Müller zusammen mit Jared, 2:1. Richie Müller und Jared im Nachsetzen knapp vorbei, aber Richie Müller immer noch in der Scheibe. Gute Möglichkeit für die Löwen da, in Unterzahl. Und auf der anderen Seite tanzt Gracel die Löwenverteidigung aus und verkürzt auf 4:3. Man sieht Erik Stefan gar nicht gut aus. Schönes Tor durch Braden Gracel, sein zweites heute Abend. Und auch die Scheibe ist nur ein Befreiungsschlag. Christili auf Jared und die Entscheidung. Eiskalt macht Kapitän Patrick Jarrett da den Empty Netter zum 5:3, 20 Sekunden vor dem Ende.
Und damit gewinnen die Löwen dieses Spiel am 49. Spieltag gegen den ESV Kaufbeuren mit 5:3.